Ja, danke Henning für die freundliche Ankündigung. Ich sage ganz kurz noch was zu mir, zu meinem Hintergrund. Ich bin also Psychologin und habe dann direkt nach meinem Studium eine körperpsychotherapeutische Ausbildungsrichtung gewählt und arbeite seit 2003 in verschiedenen Kliniken, Reha-Bereich, Psychosomatik. Bin jetzt seit 2011 hier in der Leifberg-Klinik und auch seitdem in eigener Praxis in Karlsruhe tätig. Das vielleicht einfach noch zu meinem Hintergrund. Ja, und zum Thema. Über den Körper die Seele heilen, das ist ja ein ziemlich pathetischer Titel, sag ich mal. Große Begriffe, Seele heilen, beides sehr große Begriffe. Ich habe den Titel deswegen gewählt, weil er auch der Buchtitel eines Buches von Gerda Boyesen ist, und das ist die Begründerin der Körperpsychotherapie-Richtung, in der ich ausgebildet bin. Es gibt verschiedene Schulen, da werden Sie auch noch ein bisschen was darüber hören heute. Und dieses Buch von 1987, Erstauflage, hat mich damals sehr angesprochen und überhaupt in diesen Bereich gebracht, worüber ich auch noch dankbar bin, weil ich es wirklich eine schöne Art zu arbeiten finde. Und seit 1987 hat sich ziemlich viel getan in diesem Bereich Körperpsychotherapie. Damals gab es den Begriff noch gar nicht so. Den gibt es im Grunde heute auch noch nicht so richtig. Also das fängt erst an, sich jetzt wirklich mal unter dem Begriff zu etablieren, sich auch abzugrenzen von anderen Begriffen wie Körperarbeit oder dergleichen. Da werde ich auch ein bisschen zu erklären. Und es ist so eine Entwicklung, ich sag mal so der letzten 10, 15 Jahre, dass die Körperpsychotherapie eigentlich wirklich an Bedeutung gewonnen hat, an Anerkennung im psychotherapeutischen Feld. Das sieht man so daran, dass in der Fachliteratur mehr Bücher dazu erscheinen, dass auf vielen Kongressen es oft darum geht, wie der Körper so mehr mit einbezogen werden kann. Und der Körper kommt da so mehr ins Feld und es ist einfach, jetzt habe ich kurz einen Faden verloren, ich bin etwas aufgeregt auch, muss ich an der Stelle sagen, brauche doch noch meine Zettelchen. Es hat auch was damit zu tun, dass die Psychotherapieforschung immer mehr herausgefunden hat, also Psychotherapieforschung beschäftigt sich grundsätzlich damit, was wirkt denn in Psychotherapie. Und da die Ergebnisse auch da hinweisen, dass so ein rein intellektuelles Verstehen von einer psychischen Problematik, von eigenen Problembereichen, um die es ja in der Psychotherapie sehr viel geht, nicht ausreicht für wirklich tiefgreifende und auch langanhaltende Veränderungsprozesse. Da muss irgendwie was wie so ein bisschen tiefer sacken und möchte irgendwie mehr wirklich begriffen werden, sozusagen. Das sind wir schon ein bisschen bei der Körperebene. Und eben den Körper mit einzubeziehen, führt oft dazu, dass etwas mehr unmittelbar erlebt, wirklich gespürt wird und damit nochmal anders verstanden wird, ja, so über sich selbst, über ein eigenes Erleben. Und das sind so ja, die Hintergründe, was die Körperpsychotherapie mehr in den Vordergrund gebracht hat in der letzten Zeit. Kommt vielleicht noch mal dazu. Genau. Einen kleinen Schwung. Ja, gerne. Ich sehe gerade eine kurze Pause. Genau, einfach hinsetzen, der Platz ist. Genau. Ein paar Plätzchen zwischendrin sind auch noch da. Ja, zu dem Vortrag heute, was Sie erwartet, also ich werde erstmal ein bisschen mehr auf diesen Begriff Körperpsychotherapie eingehen und versuchen da was zu definieren und damit auch ein bisschen schon mal mehr verständlich zu machen, was da eigentlich geht. Und dann möchte ich, indem ich so ein paar ganz zentrale Konzepte vorstelle aus der Körperpsychotherapie, auch nochmal deutlicher machen, was ist das eigentlich, vielleicht ein bisschen begreifbarer und auch zu erklären, wie wirkt denn das und wie können da auch so Interventionen ausschauen. Und werde so zwischendurch auch mal so kleine Übungen zum auch selber mehr ins Spüren kommen einfließen. Das ist so, was ich mit Ihnen vorhabe. Ja, und ich würde auch gerne an dieser Stelle
schon mal mit einer kleinen Spürübung anfangen, weil das vielleicht auch dazu beiträgt, dass Sie hier so ein bisschen entspannter sitzen und was auch immer bei Ihnen vorher jetzt so war, vielleicht erstmal ein bisschen mehr ankommen und dem weiteren Vortrag vielleicht auch mit all Ihren Sinnen etwas mehr folgen können. Ich nehme dazu auch mal einen Stuhl, weil ich, oder sitzt da gerade jemand fest, irgendwie nicht, dass ich jetzt was organisatorisch hier durcheinander bringe. Genau. Ich möchte eine Körperreise, ich bleibe erst nochmal stehen, dass Sie mich nochmal sehen, ich möchte eine Körperreise mit Ihnen machen. Auch eine Form von Erdungsübung. Erdung bedeutet immer ein bisschen mehr nach unten hin, zum Boden hin anzukommen, sich mit dem zu verbinden. Das ist der Klassiker zum Einstieg für sehr viel Körperarbeit, was auch immer man dann noch vorhat. Und genau, das würde ich gern mit Ihnen machen. Ein paar Minuten. Und Sie schauen, wer irgendwie nicht mitmachen will, muss das nicht. Das wird nicht auffallen. Ja. Genau. Okay. Ich setze mich auch hin, weil ich Sie dann auch besser anleiten kann. Ich gehe innerlich sozusagen auch mit. Und wer möchte, kann gerne die Augen schließen. Ach so, das wäre jetzt auch der Zeitpunkt, aber der Herr Schmidt ist eh draußen und hält die Leute zurück. Ne? So genau, weil ich darum bitten würde oder darum gebeten hatte, dass jetzt bei der Übung keiner reinkommt. Aber ich glaube, der Herr Schmidt kümmert sich schon drum. Gut, Sie können gerne die Augen schließen. Wenn Sie das nicht so angenehm finden, dann können Sie sich einen Punkt auf dem Boden oder so an sich suchen, wo Sie so den Blick drauf gerichtet halten. So dass Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit schon eher so nach innen gehen, also zu sich gehen, bei sich ankommen. Und Sie können sich erstmal so wahrnehmen, wie Sie jetzt da sitzen mit Ihrem Körper. Wie Sie das spüren. Das geht gut über die Kontaktbereiche, also wo die Füße Kontakt mit dem Boden haben. Wenn Sie das noch nicht so spüren, können Sie ruhig mal ein bisschen gegen den Boden drücken oder Zehen bewegen. Sie können wahrnehmen, wo Ihr Gesäß Kontakt hat mit der Sitzfläche. Wenn Sie sich angelehnt haben, der Rücken mit der Stuhllehne. Sie können den Kontakt Ihrer Arme und Hände wahrnehmen, wie die jetzt anliegen und aufliegen. Und wenn das für Sie in Ordnung ist, können Sie auch mal ein paar Augenblicke zu Ihrer Atmung gehen, ohne dass Sie da irgendwas tun oder verändern müssen, sondern Sie verbinden sich bewusster mit Ihrer Atmung. Und kommen dadurch vielleicht auch noch ein bisschen mehr an, so im Körper, auch im Hier und Jetzt. Sie können die Atmung vielleicht auch in Ihren Atemräumen spüren, im Bauchraum, Brustraum. Und dann möchte ich Sie einladen, sich mit dem Gefühl mal mehr zu verbinden, dass Sie sich jetzt gerade tragen lassen können. Der Stuhl trägt Sie. Der Boden trägt Sie. Und dieses Empfinden können Sie vielleicht noch verstärken, indem Sie sich mit jedem Ausatmen noch ein bisschen mehr so nach unten hin sacken lassen. Das heißt, die Schwerkraft so richtig wirken lassen. Und dabei kann vielleicht auch noch die ein oder andere Spannung, die Sie gerade bemerken und die Sie eigentlich gerade nicht brauchen zum Sitzen, und Sie dabei vielleicht noch loslassen.
Und vielleicht gibt es auch gerade, wenn Sie sich jetzt so wahrnehmen, wie Sie da sitzen, wenn Sie Ihren Körper spüren, irgendwelche Körperempfindungen, die gerade eher im Vordergrund sind. Dann können Sie das mal so ganz ohne Wertung wahrnehmen. Und vielleicht gibt es auch sowas wie einen Gesamteindruck, wie fühlt sich mein Körper eigentlich an jetzt im Moment gerade. Und vielleicht können Sie für dieses Gesamtgefühl auch so innerlich ein Wort finden, was es am besten gerade trifft oder ausdrückt. Können Sie sich so langsam wieder mehr nach außen hin orientieren. Wenn Sie soweit sind, die Augen wieder öffnen. Sich wieder hier orientieren im Raum. Mal einfach so stehen und gehe dann mal wieder weiter und spreche jetzt wieder mehr den Kopf an, beziehungsweise gleich. Hallo. Ja. Gut, dann fangen wir mal an und gehen weiter zum Begriff Körperpsychotherapie. Was mal so eine Definition wäre, steht hier. Bei der Körperpsychotherapie handelt es sich um einen psychotherapeutischen Ansatz, also es geht wirklich um Psychotherapie dabei, der ganzheitlich orientiert ist, das heißt, der sowohl die psychische Dimension menschlichen Erlebens und menschlicher Erfahrung als auch die körperliche Dimension gleichwertig beachtet. Das heißt, wir interessieren uns in der Körperpsychotherapie neben Gefühlen und Gedanken und Verhalten und Kognitionen einfach auch dafür, was passiert denn dabei im Körper und wie erleben wir etwas im Körper. Und es wird gleichwertig beachtet, also es wird als genauso wichtig erachtet. Und man kann so vier Annahmen der Körperpsychotherapie mal so herausstellen, die das noch mal so ein bisschen mehr verdeutlichen. Danke. Und an denen noch mal, was dieser Satz bedeutet, wo das noch mal ein bisschen aufgedröselt wird. Die erste Annahme ist, Körper und Psyche, Körper und Seele, könnte man auch sagen, gehören untrennbar zusammen. Das ist mal eine Grundannahme. Es lässt sich nicht trennen, es ist eine künstliche Trennung. Zu sagen, hallo, das wären irgendwie zwei Dinge. Es gehört untrennbar zusammen, die erste Annahme. Zweite Annahme, prägende Erfahrungen hinterlassen sowohl auf der psychischen Ebene als auch auf der körperlichen Ebene überdauernde Strukturen. Mit Prägungen beschäftigen wir uns ja in der Psychotherapie ganz viel und eben auch mal so zu gucken, also oder erst nochmal dazu, alles was wir erleben und was eindrücklich war, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne, hinterlässt Spuren in unserem Fühlen, in unserem Denken, in unserem Verhalten. Wir sprechen auch von Mustern dabei. Ne? Ich entwickle Gedankenmuster, Gefühlsmuster, wie ich auf bestimmte Situationen reagiere. Besonders prägend die ersten Lebensjahre, besonders die ersten drei. Aber auch später, wenn wir etwas sehr Eindrückliches erleben, kann es sehr prägende Erfahrungen hinterlassen, gerade auch traumatische Erlebnisse. Und auch auf der körperlichen Ebene entstehen Strukturen. Also der Klassiker, woran man sich das so bewusst machen kann, ist, dass wir Körperhaltungen entwickeln, die oft sehr eng eben damit zusammenhängen, was ich auch für innere Haltungen, Grundhaltungen so mit mir rumtrage. Hat manchmal auch was so mit so einem Lebensgefühl zu tun, ne, mit dem ich so durch die Welt gehe. Und was ich da so für innere Haltung und Einstellung habe. Und die sind eben, was wir später auf den Begriff komme ich noch mehr, die sind eben auch verkörpert
und zum Teil sehr deutlich auch sichtbar, zumindest wenn man sich auch ein bisschen dafür interessiert und diesen Blick mehr mit reinnimmt. Also ein Beispiel wäre, wenn ich eher eine ängstliche Grundhaltung dem Leben gegenüber habe, dass sich das in meinem Körper wahrscheinlich irgendwie auch ausdrücken wird. Einerseits, dass ich vielleicht schnell auch dazu neige, dass da schnell mal was hochfährt, das vegetative Nervensystem leicht anspringt, mein Herz mal schneller zum Klopfen anfängt. Und es wird sich vielleicht auch sichtbar darin zeigen, dass ich eher so ein bisschen zurückgenommen bin, eher in der Schutzhaltung mich bewege. Ja, so, einmal so ein Beispiel. Körperhaltung. Überdauernde Strukturen, die was mit unseren Lebenserfahrungen zu tun haben. Dritte Annahme. Die psychische Ebene kann durch die körperliche Ebene berührt und verändert werden und umgekehrt. Da sind wir jetzt bei dem, wie kann ich denn damit arbeiten? Oder überhaupt der Annahme, da kann ich auch mit arbeiten. Zu dem ersten Punkt, die psychische Ebene kann durch die körperliche Ebene berührt und verändert werden. Ein Beispiel wäre, also was ein großes Thema immer wieder in der Psychotherapie ist, Selbstsicherheit, ne, damit zu arbeiten. Und wenn ich mehr Selbstsicherheit gewinnen möchte, kann ich zum Beispiel eben auch daran arbeiten, meine Körperhaltung zu verändern und mich mal damit zu beschäftigen, wie sieht eine selbstsichere Körperhaltung aus. Oder wenn ich hier heute so einen Vortrag halte und versuche, mich ein bisschen selbstsicherer zu briefen, so vorher, ne, dann kann ich vielleicht auch meinen Körper dazu nutzen, mich gut zu erden, im Stehen auch, das, was wir gerade so im Sitzen gemeinsam gemacht haben. Oder kann mich damit verbinden, dass ich mich eher aufrichte und hier ein bisschen weite, ne, und damit eher versuchen, auf der psychischen Ebene bei mir anzusprechen, okay, ich fühle mich selbstsicher. Und umgekehrt, was ich da ein ganz gutes Beispiel finde, wir arbeiten ja viel auch mit Glaubenssätzen in der Psychotherapie. Und manchmal auch, um so Glaubenssätze zu verändern, holen wir uns neue Sätze her, die neue Lebenshaltungen und Einstellungen versuchen, ja, mit denen wir versuchen, die zu verinnerlichen. Affirmationen. Und ein Beispiel wäre, dass ich mit so einem Satz arbeiten kann, zum Beispiel, ne, ich kann mich ganz sicher und stark fühlen. Und wenn ich mit so einem Satz arbeite, kann es sein, dass wenn ich mich wirklich mit dem verbinde und auch damit ein bisschen gearbeitet habe, was bedeutet der denn für mich? Kann sein, dass einfach, wenn ich mir den Satz sage, automatisch schon mal was anfängt, sich irgendwie zu entspannen in mir, so ein bisschen sich aufzurichten, ein bisschen weiter zu werden. Die Atmung wird vielleicht ein bisschen weiter. Das wäre so ein Beispiel, wie die psychische Ebene dann wiederum die körperliche berührt, ja, und vielleicht auch dauerhaft verändert, wenn wir da ein bisschen dranbleiben. Vierte Annahme, es gibt eine grundsätzliche Tendenz auf die Selbstregulations- und Entfaltungspotenziale des Menschen und der menschlichen Natur zu vertrauen. Was damit gemeint ist, dass die Körperpsychotherapie eigentlich so den humanistischen Psychotherapieformen zugeordnet ist. In der humanistischen Psychotherapie, wo zum Beispiel auch die Gestalttherapie dazu gehört, die Transaktionsanalyse, ich sage mal so ein paar Begriffe, dem einen oder anderen sagt es vielleicht was, Gesprächstherapie nach Rogers, sind alles humanistische Psychotherapien und die setzen so oder haben so das Menschenbild, eigentlich geht es um Menschenbild hier, dass wir eine natürliche Tendenz in uns haben, uns weiterentwickeln zu wollen, dass es auch Potenziale in uns gibt, auf die wir da bauen können, dass wir manchmal einfach auch Anstöße nur brauchen, damit sich dann wieder weiter was entwickeln kann. Es hat alles was mit diesem humanistischen Menschenbild zu tun. Es ist sozusagen sehr ressourcenorientiert und eher positiv gestimmt und glaubt auch immer, dass Entwicklung möglich ist und dass wir viele Ansätze schon in uns tragen und da auch oft Selbstregulationsmechanismen eben einfach auch schon da sind, auf die wir auch bauen können und wo es manchmal einfach ein bisschen einen Anstoß braucht. An der Stelle so ein ganz kurzer Exkurs mit der humanistischen Psychotherapie, da komme ich ein bisschen zur Berufspolitik, das ist mir aber auch wichtig, weil die Körperpsychotherapie ist kein in diesem Gesundheitswesen anerkanntes Psychotherapieverfahren.
Wobei man da auch sagen muss, da ist Deutschland auch sehr begrenzt. Was überhaupt anerkannt ist, es sind gerade mal 3 Verfahren: Psychoanalyse, Verhaltenstherapie und tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. Und also in anderen Ländern sind 15 bis 20 Verfahren anerkannt, nur um das mal so gegenüberzustellen. Und es gab jetzt gerade erst vor kurzem wieder den Versuch, so ein Anerkennungsverfahren zu starten. Über viele Jahre ging das, ist höchst kompliziert. Und das war also so die Idee, die humanistische Psychotherapie, wo dann die Körperpsychotherapie auch mit dazugehört hätte, neben Gestalttherapie und Gesprächstherapie, Rogers, Transaktionsanalyse. Ich glaube, können noch ein paar dazu, die ich nicht auswendig im Kopf habe. Die haben versucht, die Anerkennung zu bekommen, sind leider ganz aktuell gescheitert. Also das wird noch länger nicht möglich sein. Das sage ich auch an der Stelle, wer ambulant Körperpsychotherapie machen möchte, muss das in der Regel selber bezahlen. In der Klinik wird es Gott sei Dank schon übernommen und von den Krankenkassen bezahlt, woran man auch sieht, dass es nicht an der Methode selber liegt. So, das finde ich auch nochmal wichtig. Genau, also das kurz zur Berufspolitik, weil es auch so ganz aktuell ist. Und gibt eine Zeitschrift auf Körpertanzbewegung, die war vor 2 Tagen in meinem Briefkasten. Da ging es gerade nochmal ganz viel. Fast alle Artikel hier beschäftigen sich mit der Ablehnung von diesem Anerkennungsverfahren jetzt. Ja, das war etwas Berufspolitik und auf was ich dann an der Stelle eben auch noch eingehen möchte, das kann für Sie auch wieder interessant sein. Es gibt also eine deutsche Gesellschaft für Körperpsychotherapie, abgekürzt DGK. Die ist wiederum eine Sektion von der Europäischen Gesellschaft, European Association for Body Psychotherapy. Da gibt es auch Therapeutenlisten, wer da jemanden sucht, nach Postleitzahlen sortiert, kann man da gucken, wen es da gibt. Und in dieser deutschen Gesellschaft für Körperpsychotherapie sind eben verschiedene Schulen gefasst und da möchte ich an der Stelle eben auch noch drauf eingehen. Also es gibt verschiedene Schulen, verschiedene Richtungen. Die Biodynamik habe ich schon erwähnt, also biodynamische Körperpsychotherapie. Die Bioenergetik ist auch so mit einer der ältesten körperpsychotherapeutischen Schulen. Die Biosynthese, wo wir hier vorne eine Kollegin sitzen haben, die in dieser Therapie ausgebildet ist. Hakomi, wer im November bei der Frau Schulmeister beim Vortrag war, beim Achtsamkeitsvortrag, da ist die Frau Schulmeister ausgebildet. Core-Energetik wäre noch sowas. Und die konzentrative Bewegungstherapie ist noch eine Richtung, die in sehr vielen Kliniken auch verbreitet ist. Also das sind so, ich sag mal, so die größten Schulen und auch die ältesten und klassischen Körperpsychotherapie-Schulen. Und die unterscheiden sich so in dem einen oder anderen Punkt, was zum Beispiel ein Unterschied ist, da komme ich später auch noch drauf, inwieweit mit Berührung auch gearbeitet wird und systematisch gearbeitet wird oder nicht. Also es gibt so ein paar Unterschiede, aber es überwiegen doch die Gemeinsamkeiten. Deswegen denke ich, ist es auch gut, dass es da jetzt immer mehr so diese Bewegung gibt, dass man auch so guckt, was ist denn Körperpsychotherapie auf einer allgemeineren Ebene. Zur Geschichte, also die meisten Körperpsychotherapie-Schulen gehen auf Wilhelm Reich zurück. Nicht alle, aber die meisten. Und Wilhelm Reich wiederum war ein Schüler von Freud. Und der hat sich eben dafür interessiert, und zwar so ganz konkret, was passiert denn eben im Körper bei unserem Erleben, wie das, was in der Psychoanalyse so durchgearbeitet wird, emotionale Prozesse, was passiert denn da eigentlich, was für wirklich biologische Vorgänge finden da statt. Also der hat sich ganz konkret für diese Ebene auch interessiert und hat da auch wirklich viel Pionierarbeit geleistet. Er ist später ein bisschen abgedriftet, sage ich mal, etwas schrullig geworden, hat auch dann so manche Theorien entwickelt, da kann ich heute auch so nicht mehr dahinter stehen. Hatte aber auch was damit zu tun, dass er auch flüchten musste im Dritten Reich und dann in den USA gelebt hat und dort nochmal einer ziemlich massiven Verfolgung ausgesetzt war in der McCarthy
Ära und ich glaube, das hat er auch mit reingespielt. Das sage ich so an der Stelle, weil man vielleicht, wenn sich da jemand jetzt interessiert und so manche Schrift liest, eher so die früheren Sachen sich angucken, nicht das so aus der späteren Zeit. Und was auch noch so mit reingespielt hat, dass sich überhaupt sowas entwickelt hat, sogenannte Lebensreformbewegung des beginnenden 20. Jahrhunderts, also so die 1910er und 20er Jahre, da ist einfach viel entstanden an so avantgardistischen Bewegungen, wo der Körper eine Rolle gespielt hat, wo man auch versucht hat, sich aus dem Korsett, was doch viele Jahrzehnte und Jahrhunderte vielleicht vorher so da war, sich da zu befreien, wo man so den Körper auch mehr in sein Selbstverständnis einbezogen hat. Ganz viele pädagogische Ansätze, künstlerische Ansätze sind da auch entstanden, wo der Körper ganz wichtig war. Ausdruckstanz und solche Geschichten, das kommt so aus dieser Zeit und spielt eben auch mit rein. Also so seit dieser Zeit, 20er Jahre und die folgenden Jahrzehnte, da sind so langsam diese körperpsychotherapeutischen Schulen und Richtungen entstanden. Ja, ich würde gerne noch was sagen zu dem Begriff und ich möchte ihn gerne ein bisschen abgrenzen auch zu so Begriffen, so wie es hier steht, wie Körperarbeit oder Körpertherapie, wobei wir in der Klinik auch immer von Körpertherapie reden. Es geht halt schneller, ne? Aber eigentlich ist Körperarbeit und Körpertherapie insofern was anderes. Also damit sind dann eher so Verfahren gemeint und das meine ich jetzt nicht irgendwie despektierlich. Vielleicht sitzt hier jemand, also sowas wie Kraniosakraltherapie, Feldenkreis, Alexandertechnik, die Atemtherapie an sich, die auch eher ganz intensiv mit dem Körper arbeiten und da oft auch viel in Bewegung bringen. Aber die adressieren einfach nicht so systematisch auch die psychische Ebene. Also nicht systematisch und auch nicht so umfassend und das ist auch in der Ausbildung nicht so fundiert drin. Und das finde ich vor allem den wichtigen Punkt. Und das heißt, so Prozesse zu begleiten dann wiederum, da finde ich, ist es schon auch wichtig, eine fundierte psychotherapeutische Ausbildung, die auch wiederum wirklich intensive Selbsterfahrung mit beinhaltet, das finde ich persönlich sehr wichtig, die ist eben in den körperpsychotherapeutischen Verfahren da und bei diesen anderen Sachen, Verfahren möchte ich sagen, ich meine es wirklich nicht abwertend, also was ich so als Körperarbeit, Körpertherapie auch bezeichne, ist das eben nicht so der Fall, ist das nicht so da. Sind eben keine Psychotherapieverfahren. Genau, das vielleicht erstmal dazu. Gibt es da eine Frage? Ich würde gerne wissen, wo man das Bonding einordnen würde. Das Bonding, das ist eine gute Frage. Was ich nicht genug weiß, ist, wie viel sozusagen, wie die Ausbildung aussieht und so der Hintergrund, in dem das eingebettet ist oder ob es noch irgendwo eingebettet ist. Also ich finde es schon von der ganzen Arbeit her ziemlich körperpsychotherapeutisch, weil es ja vor allem auch eine kognitive Ebene mit anspricht, ne, mit Einstellsätzen und dann auch der Bonding-Arbeit an sich. Aber ich weiß gar nicht, ob es eigentlich aus einer, ich weiß nicht, Bettina, du machst das doch auch viel, weißt du, ob das zu irgendeiner Schule eigentlich dazugehört oder? Also es ist auch tiefenpsychologisch orientiert. Mhm. Ich würde schon, ich glaube, es ist nicht offiziell eingeordnet, mhm, aber ich denke schon, dass man es eher dazu sehen sollte. Mhm. So ein Hybrides, ne? Ja. Mhm. Genau, ja. Eine gute Frage, müsste ich auch nochmal weiter drüber nachdenken. Genau, okay. Gut. Dann würde ich jetzt mal zu den Konzepten mehr kommen. Genau, da habe ich erstmal einen kleinen Cartoon zum Konzept Embodiment. Vielleicht gucken wir erstmal. Charlie Brown erklärt hier, ich glaube Lucy heißt sie, wie man das so machen muss, wenn man sich so richtig schön deprimiert fühlen möchte. Also es empfiehlt sich, so eine ziemlich hängende und mit dem Blick nach unten gerichtete Körperhaltung einzunehmen. Und was man auf keinen Fall tun sollte, ist, mit erhobenem Kopf dazustehen und sich aufzurichten, weil man fühlt sich sofort besser. Nicht tun. Ja, ein bisschen witzig gemeint, wenn man jetzt wirklich gerade in der Depression steckt, ist es nicht so witzig, aber ich finde es veranschaulicht gerade so ganz gut, was dieses
Verkörperte meint. Da waren wir vorhin bei den vier Annahmen schon ein bisschen. Also Embodiment ist einfach ein Begriff, der sich in den letzten Jahren so ganz in vielen Stellen, von dem man spricht, sage ich mal, so im Psychotherapiefeld und vor allem in dem Bereich, der sich eben für den Körper mit interessiert. Und das heißt erstmal einfach Verkörperung oder auch Leiblichkeit. Dieser alte Begriff wird da verwendet. Leiblichkeit, das meint so einen beseelten Körper. Und damit ist eben nochmal gemeint, unser Erleben ist verkörpert. Geistiges existiert immer nur in einem Körper und in einem Bezug dieses Körpers zu der ihn umgebenden Umwelt. Das ist so der wissenschaftliche Ansatz, der da dahinter steckt. Da kann man jetzt auch nochmal über Metaphysik und so ein bisschen sprechen, aber das würde ich jetzt an der Stelle nicht wollen. Das ist erstmal der Ansatz, alles Geistige passiert in dieser Welt zumindest in einem Körper. Und es ist auch nicht zu trennen voneinander. Und dieser Körper wiederum befindet sich in einer Umwelt, der ist auch wieder in Wechselwirkung mit der Außenwelt. Und wenn man damit arbeitet, jetzt sowas so, ach, ich habe ja hier auch so einen Pointer, genau, danke. Hier. Klinisch arbeitet, das bedeutet, oder dann arbeitet man daran, sich selbst über den eigenen Körper wahrzunehmen und zu fühlen, beziehungsweise sich seiner selbst körperlich gewahr zu werden oder zu sein. Also das, was wir hier vorhin als kleine Übung gemacht haben, wäre so ein Ansatz, ne? Mal so wirklich bei sich anzukommen, in sich anzukommen, sich darüber wahrzunehmen, dass man sich in dem Moment jetzt spürt. Ja? Und es ist manchmal was, was verloren gegangen sein kann, so in der Lebensgeschichte, oder was in der Krise auch oft irgendwie nicht mehr so da ist. Da haben wir oft so ein Entfremdungserleben, oder ne? Menschen sitzen hier in der Klinik auch immer wieder vor mir und sagen, ich spüre mich schon ganz lang nicht mehr, oder ne, so, ich bin irgendwie auch, ich bin nicht mehr ich selber, ich bin wie neben mir. Das sind so Ausdrücke oder Beschreibungen davon, wenn wir sozusagen nicht mehr in unserem Körper so richtig verankert sind. Ist das nicht nur ein Thema Verkörperung, Leiblichkeit, sondern zwei Dinge. Verkörperung ist das tatsächlich sich spüren, da sein. Und Existenz oder sich nicht verloren zu finden und immer so. Die Leiblichkeit geht um mehr in Richtung der Sinne und auch der Sinnlichkeit. Ja, und das ist, also Leiblichkeit so in diesem Bereich ist immer gemeint, auch dieses untrennbare Körper und Seele. Also dieser Begriff, der ist wirklich sehr so auch definiert, dass sozusagen unser seelisches, also eben auch unser ganzes psychische Erleben im Körper untrennbar verbunden ist oder da ist, genau. Mhm. Da unten ist es auch nochmal ausgedrückt, ne? Kognitionen, also Gedanken, Emotionen, körperliche Empfindungen, Haltungen, Bewegungen, motorische Impulse, es ist untrennbar miteinander verbunden, ist nochmal der Punkt, genau. Ne, da sind wir noch nicht. Da vielleicht nochmal so was, das für klinische Implikationen auch hat. Also das können wir jetzt eben auch sehr gut für unsere Körperpsychotherapie nutzen, um damit zu arbeiten. Also es bedeutet erstmal eben auch, dass wir unsere ganze Lebensgeschichte auch mit uns tragen in unserem Körper. Also wir sehen den Körper auch als Erinnerungsspeicher. Man kann sogar sagen, so alle Zellen, ne, haben irgendwie gespeichert, was wir mal erlebt haben. Das ist, steckt da auch so dahinter. Das heißt, wenn wir über den Körper gehen und versuchen, mit dem mehr in Kontakt zu treten, kommen wir auch oft mehr an Erlebnisse aus unserer Lebensgeschichte, die eben vielleicht prägend waren und zu denen wir aber nicht mehr so richtig einen Zugang haben, die irgendwie abgespalten sind. Also über den Körper zu gehen, bedeutet oft nochmal auf eine andere Weise mit der eigenen Lebensgeschichte auch in Kontakt kommen zu können. Und kurzen Moment, ich würde gern sowas aus der Embodiment-Forschung noch mit reinbringen, was das sozusagen vielleicht auch nochmal veranschaulicht. Das ist ein Experiment, das habe ich schon in im Studium kennengelernt, das ich immer wieder so ganz nett finde. Man hat Versuchspersonen Witze zu lesen gegeben. Und die sollten dann auf einer Skala einordnen, wie lustig sie das fanden. Und ich weiß nicht, hat irgendwie
hat jemand einen Stift für mich, so ganz schnell greifbar, Unterlage. Genau. Und dann hat man die Versuchspersonen geteilt und eine Hälfte hat sich so einen Stift hier zwischen, also Psychologen machen komische Dinge manchmal, zwischen Nase und Oberlippe klemmen. So. Und die haben so die Witze gelesen. Und was man jetzt nicht machen kann, wenn man hier so den Stift hat, man kann nicht lächeln. Also geht nicht. Ich habe es probiert. Und dann hat man herausgefunden, signifikant, also mit wirklich statistisch bedeutsamem Unterschied, die nicht lächeln konnten, fanden die Witze signifikant weniger witzig. Das heißt, es hat so diese Info gefehlt vom Körper, aha, ich habe gelächelt, aha, ich habe es wohl witzig gefunden. Wenn das fehlt, finden wir es gar nicht so witzig. Also da merkt man so diesen Zusammenhang. Oder auch, das weiß ich jetzt nicht, wie sie es gemacht haben, das habe ich nur als Ergebnis, also man hat festgestellt, eben Leute, die in gebeugter Körperhaltung da sitzen, haben einfach signifikant weniger zuversichtliche Gedanken als Menschen, die in einer aufrechten Haltung da sitzen. Es gibt einfach wirklich diese Wechselwirkungen in meiner Psyche, also in meinem Fühlen, meinem Denken auch und was im Körper los ist und in was für einer Haltung und Verfassung der ist. Und wir können das körperpsychotherapeutisch nutzen, indem wir zum Beispiel auch bewusst in einen bestimmten Körperausdruck mal reingehen, der also mit Emotionen verbunden ist. Also in unserer Ärgergruppe arbeiten wir so. Ärgergruppe, das ist, mache ich mit meiner Kollegin zusammen, ist bei uns eine Gruppe, in der wir uns mit dem Gefühl Wut auseinandersetzen, und zwar nicht so im Sinne von, das soll möglichst weg sein und wie so Anti-Aggressionstraining, sondern eher so mit, ich komme mal mehr in Kontakt mit diesem Grundgefühl, weil es ist ein wichtiges Grundgefühl. Und sehr oft sind eben Menschen in der Gruppe, die diesen Kontakt nicht so spüren können oder irgendwie verloren haben. Das ist so eine Indikation, eine mögliche, in diese Gruppe zu kommen. Und dann, um da wieder mehr Zugang zu finden, arbeiten wir ganz viel damit, dass wir mal so tun, als ob, ne? Dass man einfach mal ausprobiert, wie ist denn das, wenn meine Stimme lauter wird, wenn ich mal lauter jemandem eine Grenze setze, wenn ich mal versuche, jemanden ein bisschen anzufunkeln und zu sagen, nee, das will ich jetzt wirklich nicht. Und, ne? So, da mal körperlich reingehen, obwohl einem erstmal nicht danach ist. Und darüber ist es einfach möglich, an eigene Gefühle wieder dranzukommen. Ja? Da auf einmal kann so der Switch sein, wo man es merkt, ah ja, gerade habe ich nur so getan, aber jetzt merke ich, ja, so, hier, das Wutgefühl, das kenne ich. Und das gehört auch vielleicht da und dahin in meinem Leben. Ne? Also das wäre so ein Beispiel, wie man diese Erkenntnis dieser Verkörperung eben nutzt in der psychotherapeutischen Arbeit. Mal so tun, als ob, um an ein Gefühl wieder dran zu kommen, das abgespalten ist. Es ist überhaupt, was ich vorher schon sagte, eben eine gute Möglichkeit, wieder mehr an Abgespaltenes zu kommen, was nicht mehr bewusst ist, wenn wir über den Körper gehen. Der Körper ist mehr mit unserem Unbewussten verbunden, der steht so ein bisschen für Unbewusstes, der drückt Unbewusstes oft aus, was wir gar nicht so auf dem Schirm haben, aber der Körper zeigt es, die Psychosomatik basiert ganz wesentlich auf dieser Grundlage, ne, wo es so ganz oft irgendwie körperliche Symptome gibt und es gibt keine organische Ursache. Der Körper drückt etwas aus, was eher mit der psychischen Ebene zu tun hat. Und deswegen macht es auch Sinn, den Körper direkt anzusprechen, um da etwas mehr zu verstehen, um mit was in Kontakt zu kommen, dann auf der psychischen Ebene, um dann damit sich auseinanderzusetzen, was zu verarbeiten, sich damit zu beschäftigen. Also es hat oft diesen klareren Zugang, als wenn man rein jetzt nur übers Sprechen und über den Kopf arbeitet. Wobei das auch oft ziemlich gut funktioniert. Also es ist kein Entweder-Oder. Es ist gut, mit allen Ebenen zu arbeiten. Okay. Ich würde gern an der Stelle auch noch mal so ein kleines bisschen Spüren reinbringen. Und zwar, wer Lust hat, kann ja mal ausprobieren. Ganz bewusst, so als würden Sie es das allererste Mal in Ihrem Leben tun, mal in so eine eher zusammengefallene, also Charlie Brown, sage ich mal, Körperhaltung zu gehen. Mal bewusst die Schultern eher so nach vorne zu nehmen, als würden Sie so den Brustraum eher zumachen.
den Blick auch eher auf den Boden zu richten. Und sie gucken mal, wie gesagt, als wenn sie das erste Mal tun. Vielleicht merken sie auch gleich, das will ich nicht genau. Wer es noch aushält für einen Moment, kann mal schauen, was fällt ihnen dazu ein. Mit was ist es eher so assoziiert für sie? Mit was für Gefühlen, Gedanken verbinden sie das am ehesten? Da kann man so frei assoziieren, für sich selber einfach mal so. Und was erinnert so am ehesten? Und waren sie eher in so einer Körperhaltung in ihrem Leben oder zu was für Situationen passt es? Das wären dann so Fragen, die so ein bisschen Anstöße geben, um mit so einer Haltung zu arbeiten. Und das lasse ich auch ganz bei Ihnen, was Ihnen dann dazu kommt. Wir steigen nicht so sehr ein. Und Sie können dann auch mal ganz bewusst sich mal wieder ein bisschen aufblättern. Halten und das auch mal so bewusst machen. Wie ist denn das, wenn die Wirbelsäule sich aufrichtet, der Kopf in der Verlängerung der Wirbelsäule auch wieder nach oben kommt? Und auch das mal so einen Moment wieder auf sich wirken lassen, auch den Unterschied vielleicht zu spüren im Erleben. Und auch da könnte man wieder so diese Fragen stellen, was erinnert mich das eher, mit was verbinde ich das, was sind da vielleicht, was ist da am ehesten für ein Gefühl mit verbunden, was würde ich da am ehesten sagen, wenn ich so stehe, ne? Könnte man auch mal gucken, das wäre so ein Satz, der dazu passt. Und so Beispiele, wie so ein konkretes Arbeiten aussehen kann. Es ist nämlich immer auch ein bisschen schwierig, über sowas, was doch eigentlich genau nicht so nur geistig sein soll, nur jetzt hier so zu sprechen. Aber deswegen kriegen Sie vielleicht gerade schon ein bisschen so eine Idee dazu. Jetzt können Sie sich einfach wieder so hinsetzen. Wie es zu Ihrer Stimmung gerade passt. Okay, dann gehe ich nochmal weiter zum nächsten Konzept. Und zwar möchte ich ein bisschen was zur Energie sagen, das Energiemodell. Um das geht es nämlich in der Körperpsychotherapie auch immer wieder. Das ist auch ein bisschen umstritten, da gab es auch viel Streit, so in den verschiedenen Richtungen, so in den letzten Jahrzehnten, inwieweit es auch noch so zeitgemäß ist, von Energie so zu sprechen. Man will ja auch nicht zu sehr in so einer esoterischen Richtung eingeordnet werden. Ich finde schon, dass es auch um energetische Prozesse zum Teil tatsächlich geht und deswegen möchte ich da auch ein bisschen was zu sagen und zu erklären, was das so für eine Rolle in der Körperpsychotherapie spielt. Freud, mit dem fange ich da mal an, der hat nämlich mit seiner Libido eigentlich auch schon viel über Energie gesprochen, diese Triebenergie. Ne? Der hat es aber eher so metaphorisch gesehen, also so die Libido und den Thanatos und Todestrieb und also ich weiß nicht, inwieweit Sie mit Freud so vertraut sind, es muss jetzt an der Stelle auch nicht weiter reingehen. Ich möchte nur sagen, eigentlich ging es da auch schon um Energie und Reich hat es dann eben, ich habe ja schon gesagt, der hat sich wirklich konkreter dafür interessiert, so körperlich, was passiert denn da, der hat wirklich so einen Begriff konzipiert, die Bioenergie, so hat er das genannt und damit hat er gemeint, das Prinzip einer allgemeinen schöpferischen Lebensenergie, die als einheitliche Kraft allen Phänomenen zugrunde liegt. Also so, man könnte es auch nochmal mit anderen Worten sagen, was drunter steht, die Kraft, die uns bewegt und uns auf allen Ebenen zum Leben bringt, körperlich, emotional und geistig. Also das, was sozusagen irgendwie lebendig ist in uns. Ich finde, Lebendigkeit ist da auch so ein ganz gutes Wort. Und was uns bewegt. Ja, es kann sich auf verschiedenen Ebenen ausdrücken, körperlich oder emotional oder geistig. Aber solange wir lebendig sind, bewegt sich da was und irgendwie hat das was mit Energie zu tun. Das ist mal so eine Konzeption. In der modernen Psychologie würde man nicht so von Energie sprechen, das möchte ich ja immer gern ganz wissenschaftlich haben. Und da hat man sich aber viel mit Vitalität beschäftigt und es war da so am ehesten was mit Energie viel zu tun hat. So eine subjektive Wahrnehmung, Empfinden von Lebenskraft,
Da sind wir im Grunde auch wieder so bei der Energie. Und inwiefern ist die wichtig? Weil, oh, was ist das? Nee, in meinem Rechner ist es da. Das ist der Beamer himself. Nee, jetzt kommt wieder. Ah, okay. Hier, Brötchen. Okay, ist jetzt alles gut wieder. Du weißt auch nicht, was du gemacht hast. Okay. Hat er okay. Vorhin schon mal gemacht und dann war es wieder weg. Ah ja, das habe ich gar nicht gemerkt. Das ist leider schon. Zur Berührungsarbeit kommen wir später auch noch. Okay. Was mit zu diesem Energiemodell gehört, ist, dass davon ausgegangen wird, das Pulsieren ist eine besondere Eigenschaft dieser Lebensenergie. Pulsieren ist so wie so ein Grundlebensprinzip und damit ist gemeint dieses rhythmische Zusammenziehen und Auseinandergehen. Das, was jede einzelne Zelle macht, wenn man Zellen unter dem Mikroskop anguckt, dann tun die das, die pulsieren. Das ist wie so ein Grundlebensprinzip, könnte man sagen. Unser Körper ist darauf aufgebaut, aus so einem Pulsieren. Immer wieder so ein Wechsel, Anspannung, Entspannung, zusammenziehen, auseinandergehen. Und das ist sozusagen unser natürlicher Grundzustand. Und das macht der Körper auf ganz vielen Ebenen. Ne? Also das Herz macht das im Grunde auch, unser Kreislaufsystem, das pumpt. Unsere Atmung ist auch so ein pulsierendes System. Irgendwie auch Schlaf-Wach-Rhythmen, ne? So aktiv sein und dann wieder in die Entspannung gehen, hat auch was mit diesem Pulsieren zu tun. Also unsere Sichtweise ist, dass unser ganzes menschliches Erleben auf diesem Pulsieren oder davon durchdrungen ist, so würde ich vielleicht sagen. Und dieses Pulsieren kann aber eben auch gestört sein durch Stress. Ich meine, das ist logisch, ne? Wenn ich irgendwie Stress, Anspannung, wenn ich da irgendwie dauerhaft drin bin, kann es sein, dass es ein bisschen aus dem Gleichgewicht kommt, mein schönes Pulsieren von Anspannen und dann auch wieder Entspannen. Unterdrückte Gefühle. Auf Gefühle gehe ich später noch genauer ein, was das alles so mit Energie zu tun hat. Das hat ganz viel damit zu tun, dass es nicht mehr frei pulsiert. Da müssen wir nämlich viel Anspannung aufbauen, damit wir Gefühle überhaupt unterdrücken. Das ist eine Arbeit, das passiert nicht von selber. Auch eben unverarbeitete Erlebnisse, Traumata. Also alles, was uns sozusagen in eine übermäßige Spannung versetzt, kann dieses Pulsieren stören. Und es ist jetzt auch nicht so schlimm eigentlich. Also wir haben da... kommt wieder das Prinzip Selbstregulationsfähigkeit mit rein. Wir gehen schon davon aus und ich denke, das wissen wir auch alle, unser Körper hält auch ganz schön viel aus. Ne? Der kann schon auch mal ein bisschen auf Gleichgewicht kommen und irgendwann reguliert sich da wieder was. Aber es kann eben auch sein, dass es irgendwie mal zu sehr aus dem Gleichgewicht ist und sich eben nicht mehr reguliert. Und das kann sich eben auswirken in Form von Spannungszuständen, Blockierungen. Ganz körperlich gesehen sprechen wir in der Körperpsychotherapie da viel von Panzerungen, die auch entstehen. Ja, Muskelpanzer, das passt wieder zum Thema Körperhaltungen. Also viele Körperhaltungen, die auch sowas ausdrücken, was unsere Lebenshaltung so ein bisschen betrifft, wo unsere Lebensgeschichte sich ausdrückt, hat auch was damit zu tun, dass wir auch zum Teil so Panzerungen aufgebaut haben. Meistens um uns irgendwie zu schützen. Ja, da sind wir irgendwie wie so hängen geblieben in so einer Anspannung, in so einem Schutz, in so einer Schutzhaltung. Auch im Gewebe kann das sein. Die Faszien, die haben ja eine große Renaissance erfahren oder überhaupt Bedeutung so in den letzten Jahren. Auf einmal haben alle von Faszien geredet und dass das auch viel mit Trauma zu tun hat und im Körper das Trauma sitzt und so. Ja, genau, das wissen die Körperpsychotherapeuten schon länger. Also auch im Bindegewebe, ne, können diese Sachen hängen sozusagen. Und sogar in unserem Verdauungssystem, Eingeweidepanzer, da komme ich später auch noch mal ein bisschen genauer drauf zurück. Wir sprechen da auch von einer Dysregulation. Ne? Also irgendwas ist nicht mehr reguliert in unserem Körper. Da ist was, man könnte sagen, wie so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, wenn wir da irgendwo durch so einen Stress, durch ein Trauma, durch eine Anspannung, wenn wir dann sozusagen nicht wieder rausgekommen sind. Ja, ist das erstmal so
Verständlich. Ja, ja, gerne. Wenn ich das nicht als Störung ansehe, sondern als Lösungsversuch. Mhm. Also meine Körperreaktion ist ein Lösungsversuch. Mhm. Allerdings mit der Prämisse, dass, wie heißt das schön, das, was dich hierhin gebracht hat, führt dich nicht weiter. Also Lösungsversuch habe ich mit dem Mittel, das lösen zu können. Das heißt, ich brauche wieder Perspektivwechsel und einen Ansatz. Mhm. Oder ich muss das Thema aufgreifen, was ich wirklich lösen wollte. Mhm. Das ist ähnlich wie so eine gewaltfreie Kommunikation, frage ich, was ist denn wirklich Absicht? Mhm. Was sind wirklich Bedürfnisse? Mhm. Kann man da so rangehen? Auf jeden Fall. Also das ist ja oft ein ganz wesentlicher Teil von solchen, ich sag mal, irgendwie Panzerungen, die hatten ja mal einen Sinn. Ne? Wir sind ja eben kein sinnloses System, was da irgendwas gemacht hat. Stichwort, was ich vorhin schon sagte, Schutzhaltungen. Eigentlich geht es darum, immer wieder sehr zentral, dass ich irgendwie versucht habe, mich zu schützen vor unangenehmen Gefühlen, vor irgendwie auch nicht aushaltbaren Lebenssituationen, in denen ich aber einfach sein musste und wo ich irgendwie durchkommen musste, ne? Überlebensmechanismen. Dann wäre das Thema gestörte Pulsation eigentlich so nicht richtig. Doch, ich finde trotzdem, das muss ich nicht ausschließen. Ja, also wenn es dann da drin hängen geblieben ist, ne? Dann vor allem, wenn man sich mal überlegt, was es zum Teil für Auswirkungen hat. Ne? Wenn dadurch dauerhaft Schlafstörungen da sind, wenn dauerhaft meine Atmung irgendwie blockiert ist, dann sind da halt auch Störungen entstanden. Also das ist aber ein bisschen so eine Menschenbildsache, ob man davon sprechen will oder nicht. Das ist der Ansatz, wenn ich sage, ich habe eine Schlafstörung und versuche den Schlaf herzustellen oder vielleicht ein Mittel geben, um den Schlaf herzustellen, Beruhigungsmittel oder irgendwas anderes, man würde das Thema nicht lösen. Das würde ich auch als Körperpsychotherapeutin nicht empfehlen, sondern ich würde mich auch dafür interessieren, was ist denn da dahinter? Also, ich glaube, es geht gerade nur um Begriffe. Ich glaube, von der Denke sind wir da schon auf einem. Fibromyalgie zum Beispiel kann ja so ein Thema sein. Also diese Spannungszustände, diese völlig ständigen, schmerzhaften Spannungszustände, die auch kaum irgendeiner anderen Physiotherapie oder sowas zugänglich sind, weil es einfach häufig seelisch nicht gut verarbeitete Mangelzustände oder Spannungszustände sind. Genau, ja, richtig, ja. Die Fibromyalgie ist da ein sehr gutes Beispiel für, ne? Also auch weil es auf so vielen Ebenen da im Körper sich was ausdrückt und auch ist ja auch jetzt viel beforscht worden, ne? Dass man auch wirklich diesen Zusammenhang erkannt hat. So, ja. Okay, zum Regulieren, da würde ich gerne noch bei diesem Begriff mal bleiben und damit zum Bereich der Gefühle mehr gehen, Emotionen. Weil ein ganz wesentlicher Teil von Psychotherapie und auch einfach von dem, was Menschen erstmal in Psychotherapie bringt, ist, dass irgendwie die Gefühle nicht gut reguliert werden können oder manche nicht oder ne, so. Dass da irgendwie Schwierigkeiten sind. Also man könnte auch sagen, im Umgang mit meinen Gefühlen. Ne? Und da kam dieses Bild schon mal rein, von dem einen Zustand in diesen anderen zu kommen, könnte man sagen, das ist Emotionsregulation. Ja, also von einem Zustand von ziemlich großer Erregung und Aufregung und Wallung, könnte man auch sagen, auf allen Ebenen, ne, im Körper und psychisch und emotional und überhaupt, da irgendwie wieder zu einer Beruhigung zu kommen. Das ist so, um was es zentral bei Emotionen geht. Da komme ich gleich noch ein bisschen detaillierter drauf. Und ich habe deswegen Bilder von Säuglingen gewählt, weil das auch die Zeit ist, in der wir das sehr zentral lernen, wie das geht. Das lernen wir nämlich dadurch, dass wir selber mal möglichst gut reguliert wurden von unseren Bezugspersonen, meistens ist es die Mutter, die am nächsten dran ist, indem die uns beruhigt und irgendwie auf unsere Gefühle eingeht und versteht, was ich wohl als Säugling gerade brauche. Dadurch beruhigt sich wieder was und dadurch über die Monate und Jahre lerne ich das auch selber mit mir zu machen. Und das kann halt besser oder auch weniger gut geklappt haben. Und wenn das nicht so gut geklappt hat, dass meine Mutter das mit mir gut machen konnte, aus welchen Gründen auch immer, dann habe ich da manchmal ein Problem mit solchen Erregungs-
Zuständen. Das sind nämlich Emotionen. Da geht es ganz viel um Erregung. Und das würde ich auch gerne mal, es wird so ein bisschen theoretisch, aber ich werde nicht zu sehr in die Theorie gehen. Zu Emotionen, was da überhaupt passiert im Körper. Nicht im Körper, also auch im Körper, aber überhaupt in uns Menschen, so möchte ich mal sagen. Das beschreibt dieses Modell ganz gut, das Modell des affektiven Zyklus. Und was da im Wesentlichen drin ist, auf was ich da eigentlich hinaus will, dass es irgendwie von einem Ruhezustand aus einen Reiz, der kann außen sein oder der kann auch in mir selber sein, auch irgendwie ein bestimmter Gedanke zum Beispiel kann irgendwie so ein innerer Reiz sein. Und dann baut sich eine Ladung auf. Ja? Und dann findet hier irgendwie über einen Ausdruck oder auch körperlich findet eine Entladung statt und dann reorganisiert sich das System wieder und stellt wieder ein inneres Gleichgewicht her. Also es geht hier um so einen Kreislauf. Das ist, was idealerweise, oder idealerweise ist das falsche Wort, also was bei emotionalen Prozessen passiert und was auch die Bestimmung von Emotionen ist. Emotionen, eine Kollegin von uns sagte immer so schön, die möchten ausgedrückt werden und dann verbrauchen die sich Gefühle. Genau, die sind sie wieder weg. Ja, das ist ihre natürliche Bestimmung. Da baut sich was auf, das möchte irgendwie einen Ausdruck finden und das muss nicht immer heißen, dass man irgendwie wahnsinnig explodiert oder kathartisch in den Ausdruck geht, einfach zu sagen, ich fühle gerade das und das ist auch eine Form von Ausdruck zum Beispiel. Ne? Und dann beruhigt sich sozusagen das System wieder. Und das passiert eben auch auf allen Ebenen. Stichwort Verkörperung. Psychisch sind es vor allem eben Gedanken und Gefühle. Körperlich läuft muskulär auch was ab, ne? Also es geht immer mit einer Spannung einher, ein Gefühl, das ist erstmal ein Spannungsaufbau. Und auch vegetativ, ne? So Herzschlag, Puls, Atmung, das ist auch mit involviert. Das ist ein ziemlich lebendiger Prozess, fühlen. Und das ist auch so das Wesen einer Emotion. Der Begriff Emotion kommt aus dem Lateinischen, emovere, das heißt herausbewegen. Das finde ich, sagt es schon super. Das ist das, was eine Emotion ist. Man möchte sich was herausbewegen, sich ausdrücken. Und dieser Prozess ist eben öfter irgendwie blockiert. Da gehe ich mal hier weiter. Das soll jetzt auch nicht so, werde da jetzt nicht so ganz theoretisch werden, aber das ist sozusagen, was vorher als Kreis dargestellt war, ist hier nochmal so als Kurve dargestellt, als Kurvendiagramm, auch mit dem Prinzip, hier baut sich eine Ladung auf, da findet eine Entladung statt über einen Ausdruck und dann entspannt sich das wieder. Und ich habe das deswegen reingebracht, weil ich finde, dass man anhand dessen ganz gut körperpsychotherapeutisches Arbeiten erklären kann, weil das ist so mit unser Hauptfeld, was wir tun. Wir versuchen immer wieder, solche emotionalen Zyklen irgendwie zu vervollständigen, abzuschließen, da wo da was blockiert ist, das irgendwie wieder in Fluss zu bringen. Deswegen hat es auch was mit Energie sozusagen zu tun. Das sind energetische Prozesse, dass da so ein Zyklus vollständig abgeschlossen wird. Und das kann schon immer auch mal irgendwie stecken bleiben, auch nicht so schlimm. Also nicht jedes Gefühl kann immer wunderbar seinen Platz finden, wie es das vielleicht gerne möchte. Aber wenn das sozusagen immer wieder passiert, dass da so ein Zyklus irgendwo stecken bleibt, und wir haben oft dann solche Muster, dass es auch immer wieder die gleichen Stellen sind, ja, wo was stecken bleibt. Dann wirkt sich das aus, Stichwort dieses gestörte Pulsation. Ne? Da fließt es irgendwie nicht mehr. Oder kann nicht wieder ins Gleichgewicht kommen, da beruhigt sich was nicht mehr. Und das kann sich eben auch auf diesen verschiedensten Ebenen, auch im Körper, in der Muskulatur, im vegetativen Nervensystem, im Bindegewebe und so ausdrücken.
Und um das vielleicht so ein bisschen zu verdeutlichen, auch das Arbeiten konkret nochmal an sich, also das körperpsychotherapeutische Arbeiten. Manchmal oder oft geht es darum, dass hier überhaupt mehr wahrgenommen wird, dass überhaupt was in mir in Bewegung kommt. Manchmal sind Menschen in der Psychotherapie, die da das gut gelernt haben, auch aus gutem Grund wiederum. Es war mal eine Lösung, nicht sehr viel mitzukriegen von dem, was da so innerlich vor sich geht oder dass da irgendwie sich was rührt, dass da überhaupt mir irgendwas gerade nicht passt oder ne, dass irgendwas in mir gerade ausgelöst wird. Ich nehme es gar nicht wahr. Und dann arbeiten wir körperpsychotherapeutisch viel daran, dass die Wahrnehmung wieder verfeinert wird und vor allem eben auch für das Körpererleben erstmal dabei. So, wenn ich über was spreche, dass ich vielleicht mal frage, haben Sie da gerade irgendwie auch eine Körperempfindung dazu oder meldet sich da was? Dann sind es manchmal erstmal so ganz diffuse Wahrnehmungen, mir wird so ein bisschen flau im Bauch oder ich merke so, da ist jetzt gerade etwas eng im Brustraum, wenn ich so darüber spreche. Das kann so der Beginn sein, dass man da mal mehr vielleicht zu einem unterdrückten Gefühl und auch zu einem Ausdrücken dann kommen kann. Manchmal ist es auch das Thema, dass so diese, wenn sich da so eine Ladung aufbaut, dass das schlecht ausgehalten werden kann oder der Körper auch irgendwie gar nicht mehr wie in der Verfassung erstmal ist, so eine Ladung auszuhalten, so eine Erregung. Da geht es manchmal darum, erstmal wieder ein bisschen Spannung aufzubauen, mal mit Bewegung zu arbeiten, vielleicht auch mit der Erdung, was wir vorher gemacht haben, dass wieder mehr ein Gefühl auch kommt, also mein Körper, der kann das auch halten, ja. Gefühle müssen irgendwie auch ausgehalten, in uns gehalten werden können, damit sie uns auch nicht irgendwie überschwemmen. Ne? Das ist manchmal so eine Angst auch, dass ein Gefühl uns überschwemmen könnte. Und da geht es manchmal darum, erstmal so in diesem Bereich hier damit zu arbeiten. Wie ist das, wenn da mal so ein bisschen was an Erregung, an Ladung sich aufbaut. Das wirklich sich da sozusagen irgendwie ein bisschen vertrauter mit zu werden, mehr anzufreunden. Der Klassiker ist natürlich, dass es irgendwie so eine Ausdrucksblockade gibt, dass man zwar schon spürt, also das und das fühle ich gerade, da ist irgendwie was in Bewegung. Ärger ist immer so ein gutes Beispiel, jetzt bleibt man beim Ärger. Ne? Ich ärgere mich und mir passt was nicht. Aber ich traue mich nicht, das auszudrücken. Ich bringe es nicht raus. Ich sage es nicht aus Angst vor Konsequenzen oder aus Scham. Scham ist oft ein großer Ausdrucksblockierer. Und da klassisch deswegen, ich glaube, so stellen sich viele auch Körperpsychotherapie vor, dass man da eben so mal angeleitet wird, mal was rauszulassen, mal irgendwie auf ein Kissen einzudreschen oder So arbeiten wir zum Teil auch, aber nicht nur, aber so kann das mal aussehen, ne? dass man das mal forciert, man macht was nach draußen zu lassen. Aber es geht nicht nur um Ärger, manchmal ist es vielleicht auch, dass es einfach mal sein darf, dass man Tränen fließen dürfen und dass wir da auch versuchen, ein bisschen über den Körper, indem wir da ganz nah an dem dran sind, mal so ein bisschen es wieder freier auch in den Augen fließen zu lassen. Und manchmal ist es aber, da wollte ich gar nicht hin, Moment, wieder dahin, genau. Manchmal ist es auch eher ein Thema, dass es sich nicht wieder ausreichend beruhigt werden kann nach vielleicht so einem Ausdruck. Dass das System sozusagen nicht wieder ausreichend runterfährt oder so Leute, die eher so cholerisch sind, da würde eher so hier das chronifizierte Ausdruck passen. Ne? Die hauen immer raus, aber das System beruhigt sich nicht oder es ist vielleicht auch erstmal selber gar nicht greifbar, um was geht es mir denn eigentlich? Und dann würde man eher mal damit arbeiten. Was ist denn das, was sich immer wieder so explodieren lässt oder sie in diesem Gefühl sozusagen hält, es immer wieder in Dauerschleife kommt. Ja, dass eher darum ginge, da auch was mehr wieder in die Entspannung zu bringen, wo wir eben viel natürlich mit Atmung, auch wieder Erdung und gezielter Entspannung im Körper auch arbeiten können. Und damit auch ein bisschen beim Verdauen helfen. Emotionale Prozesse möchten auch verdaut werden, das steht hier auch nochmal. Und diese Verdauung, die findet eben auch irgendwo in der Psyche statt.
und findet aber auch tatsächlich in unserem Verdauungssystem statt. Da werde ich auch nochmal gleich ein paar Worte dazu sagen. Das so zum Bereich zu arbeiten mit Emotionen. Und wie gesagt, das ist so ein Feld, da sind wir Körperpsychotherapeuten oft einfach noch mehr dran, weil wir eben nicht eben nur über eine Emotion sprechen, sondern sehr körperlich manchmal versuchen, die einfach ein bisschen nach draußen zu bringen. Deutlich geworden so oder ein bisschen greifbarer? Okay, dann würde ich... ein Punkt noch dazu, ein Begriff, ganz kurz, die Vegetotherapie. Das ist mir noch wichtig, das ist so ein Begriff, der das sehr zentral auch wiedergibt, diese Arbeit mit solchen Emotionszyklen. Da arbeitet man mit so unwillkürlichen Körperbewegungen, mit irgendwelchen Impulsen, die im Körper sind und versucht, die eben denen man zu folgen und dann mehr auch an Gefühle dran zu kommen und die in Ausdruck zu bringen. Also jetzt mal als Beispiel, jemand sitzt mir gegenüber und wir sprechen über irgendwas und auf einmal fängt an, also stellen Sie sich mich sitzend vor, also nicht bei mir, sondern bei meinem Patienten, fängt an, immer mehr so redet das Bein so, sich zu bewegen, sage ich mal. Und dann könnte das was sein, wo ich als Körperpsychotherapeut mich dafür interessiere, was macht denn Ihr Bein da eigentlich, wenn wir darüber sprechen. Und dann würde man da mal versuchen, machen Sie die Bewegung doch mal größer oder auch langsamer, mal wie in Zeitlupe. Was ist denn das eigentlich? Und dann könnte man vielleicht, muss nicht sein, aber könnte vielleicht dahin kommen, irgendwie würde ich gerne mal so treten. Ja, und dann könnte man da mal ein bisschen einsteigen, was das dann eigentlich bedeutet und wo das hingehört. Und man macht es einfach mal, geht da mal richtig rein und dann fragt man vielleicht, um wen geht es denn da eigentlich? So. Das ist Vegetotherapie. Oder kann es sein, das kann auch, oder nicht, lass es mal da so stehen, das trifft eigentlich am besten aus. Und das würde ich gerne einfach noch so dazu mit reinbringen. So von der traumatherapeutischen Seite her ein Ansatz, der sehr viel ganz zentral mit so Vegetotherapie in diesem Sinne arbeitet, ist das Somatic Experiencing. Vielleicht sagt es jemandem was. Peter Levine ist da so der führende Kopf, wenn man so will, der das entwickelt hat. Das ist auch eine echt gute Methode für Traumatherapie und das basiert sehr auf so Arbeit mit unwillkürlichen Körperbewegungen. Weil es bei Trauma auch sehr viel darum geht, dass da oft was im Körper auch so stecken geblieben ist an Reaktionen von Flucht oder Kampf, was wir nicht ausdrücken konnten in der Situation. Aber das führt jetzt so weit. Dieser Begriff war mir noch wichtig, die Vegetotherapie. Gut. Zu diesem Verdauen würde ich jetzt gerne noch kommen. Oh, jetzt musst du wieder Hand auflegen. Quelle erkannt. Es funktioniert. Okay. Weil, also das ist jetzt so ein Bereich, der gehört sozusagen nur jetzt so zu der Biodynamik, biodynamische Körperpsychotherapie. Die haben sich auch nochmal sehr wirklich für das ganze Darmsystem interessiert. Und dazu einfach ein paar Worte, weil ich es schon spannend finde, weil das auch die aktuelle Forschung eigentlich doch auch immer mehr unterstützt. Das war lange auch ein bisschen belächelt, aber ich sage es gleich ein bisschen mehr. Also Peristaltik. Also es gehört erstmal der Begriff Psychoperistaltik hier dazu. Was ist das? Also die Peristaltik selber, das sind erstmal so die Darmbewegungen, ne, in unserem Verdauungssystem. Und die Gerda Beusen, die hat jetzt, ist so davon ausgegangen, es gibt auch eine Psychoperistaltik. Das ist so, die Peristaltik ist eben nicht nur zur Verdauung von Nahrung zuständig, sondern die ist auch für die Verdauung von emotionalem und seelischem Stress zuständig. Hat die mal so konzipiert. Und gemeint, noch konkreter ist damit, dass sozusagen die biochemischen Komponenten, die mit so einer emotionalen Wallung, sag ich mal, einhergehen, und da ist sehr viel Biochemie im Körper los, wenn so Emotionen in Bewegung sind,
Die müssen auch wieder verdaut werden. Das sind oft so hormonelle Flüssigkeiten und Stoffwechselrückstände. Und das macht unser Körper auch die ganze Zeit. Also das ist erstmal was, was wir einfach alle haben und was auch gut funktioniert. Also es wird konzipiert als so ein Selbstregulierungsmechanismus zur Verdauung von emotionalem Stress. Und der kann eben sozusagen auch blockiert sein, ob das hier weitergeht, genau, wenn zu viel so Reste sozusagen da sind von dieser Biochemie, wenn da nicht ausreichend verdaut worden ist, kann es sein, dass das eben auch sowas wie ein Eingeweidepanzer sich entwickelt oder eben das setzt sich dann auch gerne im Bindegewebe ab, Gewebepanzer. Womit hat es zu tun an der Stelle, wenn das nicht ausreichend abgebaut wurde? Meistens, wenn es nicht wieder ausreichend Entspannung stattfinden konnte, wieder eine Situation war, wo wir uns sicher und geborgen fühlen konnten. Das sind nämlich so die Voraussetzungen, dass unser Darmsystem gut arbeitet. Das ist so eher parasympathisch gesteuert. Also das arbeitet dann gut, wenn wir gut entspannen. Dann ist unsere Verdauung, wird die aktiv sozusagen. Und wenn das, aus welchen Gründen auch immer, das hat ja oft auch mit Lebenserfahrungen zu tun, und eher schwierigen Lebenssituationen, wenn nicht wieder ausreichend Entspannung stattfinden konnte, manchmal auch durch äußere Gegebenheiten oder Konflikte, die einfach ständig weitergehen und so, kann es sein, dass da eben auch das hier sozusagen da was klemmt und eben ein Stück weit hängen geblieben ist und nicht so arbeitet, wie es eigentlich könnte. Und die Biodynamik, das ist eben so ein bisschen das Besondere an dieser Therapierichtung, Körperpsychotherapierichtung, arbeitet eben gezielt mit Massagemethoden, die so eine Tiefenentspannung versuchen zu erreichen im Körper. Und das Besondere ist jetzt eben, dass man ein Stethoskop dabei mit dazu nimmt und das auf den Bauch gelegt wird und dass man so eben guckt, ein Biofeedback kriegt, was macht denn der Darm so? Und wir Biodynamiker freuen uns, wenn da viel los ist und es arbeitet und gluckst und in Bewegung kommt. Und man hat auch oft nochmal eine tiefere Rückkopplung in der Massagearbeit. Wie kommt denn das an? An welcher Stelle, wenn ich da gerade bin, ist gut, da mal länger zu bleiben? Da scheint sich ja irgendwie einiges zu lösen. Ja? Über diese Darmgeräusche kommt da oft nochmal eine tiefere Verbindung, sag ich mal, so in der Massagearbeit zu dem Klienten. Vielleicht das mal eine kurze Frage. Hast du das wenige schon mal gehört von der chinesischen Medizin oder von der indischen Medizin? Weil die gehen auch schon, ich habe gelesen, ja, in Richtung Bauchmassage oder auch die Bauch, die Yoga, auch so die Übungen. Ja. Das geht auch schon in die Richtung. Richtig. Also die wussten es auch schon lange, ne? So genau. An der Stelle schon mal gleich der Hinweis, kommt es vielleicht auch auf der nächsten Folie. Genau, es gibt einen ganz tollen Film, da kommt es nämlich auch vor, was Sie sagen. Der kluge Bauch, unser zweites Gehirn, den gab es vor gar nicht langer Zeit, so langer Zeit auf Atem mal. Kann man vielleicht auf YouTube irgendwie nochmal gucken. Also wer sich dafür interessiert, für diesen ganzen Zusammenhänge und Mechanismen, das ist wirklich sehr spannend. Und nochmal so zu Verdauungssystem und Psyche. Also da ist eine ganz starke Verbindung. Unser Verdauungssystem hat wirklich einen ganz enormen Einfluss auf unser zentrales Nervensystem. 95% des Serotonins werden im Verdauungstrakt hergestellt. Und das Serotonin ist verantwortlich für unsere Gefühle. Und das heißt, das hat schon ganz schön viel damit zu tun, wie es so dem Darmsystem geht und was da los ist, wie ich auch fühle, ja, und wie es mir psychisch geht. Also da ist eine ganz starke Wechselwirkung. Und das ist vielleicht einfach nochmal so eine Besonderheit. Das ist jetzt, also hier in der Klinik arbeite ich wenig so in dieser Richtung mit diesen Massagen, aber es ist eine Möglichkeit, auch körperpsychotherapeutisch zu arbeiten. Das berührt ja den Bereich, Berührung, das genau. Da würde ich nämlich auch gerne noch drauf kommen. Vielleicht ganz kurz, ich habe hier noch ein paar Bücher, also die Gerda Beusen hat zum Beispiel, Dein Bauch ist klüger als du. Ich habe es eigentlich wegen dem Titel vor allem, ich glaube, das gibt es gar nicht mehr, das Buch, aber
hatte ich schon mal ganz einen schmissigen Titel zu dem, was sozusagen jetzt die Forschung dann auch so bestätigt. Gesundheit. Oh, Henning, hat auch nicht. Habe ich mir das Buch vorgelegt? Ja. Ja, ich muss gerade. Genau. Mhm. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es noch so gut erhältlich ist, aber Amazon macht es möglich, braucht vielleicht. Genau, genau, da mit Charme, kennen vielleicht auch viele, weil das war groß irgendwie in den Medien, hat sich verbreitet. Ich will damit auch nur sagen, der Darm und dass man sich dafür interessiert und was der eigentlich für eine Bedeutung hat, kommt immer mehr. Und das hat viel mit unserer Seele zu tun. Ja, Berührung. Das betrifft ja eben diesen Massagebereich auch, aber man kann natürlich nicht nur über Massagen mit Berührung arbeiten. Und in der Körperpsychotherapie tun wir es eben auch auf ganz vielfältige Weise. Nicht alle Therapie, also Körperpsychotherapie-Schulen, was ich ja schon sagte, es gibt auch welche, die arbeiten sehr wenig damit. Die Biodynamik eher überdimensional viel, eben über diese Massagemöglichkeit zumindest. Berührung ist eine hochwirksame Methode zur Verringerung von Angst und zur Schaffung einer Empfindung des Behagens und Vertrauens. Erstmal so. Stelle ich mal so in den Raum. Berührung ist erstmal ein ganz wesentliches menschliches Grundbedürfnis, berührt zu werden und auch selber zu berühren. Da hat die Forschung ja auch schon länger Studien oder gibt es Studienergebnisse, die zeigen, was auch passiert, wenn in unserer Entwicklung, in unserer menschlichen Entwicklung, frühkindlichen Entwicklung es einen Mangel an Berührung gibt. Es hat fatale Auswirkungen auf unsere ganze psychische und psychomotorische Entwicklung. Also Berührung ist was ganz Wesentliches für uns Menschen im Allgemeinen. Wir brauchen es. Und Berührungsinterventionen, also Hand auflegen war so ein Scherz gerade, aber das ist eine der ältesten Heilmethoden und auch in allen Kulturen wird irgendwie auch mit Berührung, Hand auflegen, das ist jetzt mal nur auch eine Form, gearbeitet. Und das macht es natürlich schon nochmal jetzt wirklich besonders, die Körperpsychotherapie, weil das ist jetzt was, wo verbal ausgerichtete Therapeuten, die ja oft inzwischen auch öfter den Körper mal mehr mit einbeziehen, da wächst ja auch was zusammen, aber mit Berührung wirklich zu arbeiten, machen die dann meistens doch nicht so viel. Ja, und vielleicht, es gibt eine Pilotstudie dazu, da hat man eine kleine Übung gemacht, es gab eine Person A, eine Person B. Person A hat der Person B einfach für 1 bis 2 Minuten so die Hand auf den Rücken gelegt, hat sich dahinter gesetzt, eine Hand auf den Rücken gelegt und dann wurde die Person B gefragt, wie sie sich fühlt danach. Und die 5 häufigsten Antworten lese ich einfach gerade mal vor. Ich fühle mich ruhiger und wohler, ich fühle mich wacher und lebendiger, ich fühle mich zentrierter, ich fühle mich stärker und mein Selbstwertgefühl ist stärker geworden. Ich fühle mich besser in Kontakt mit meinen Emotionen. Also das ist so, zeigt schon mal so ein bisschen was Berührung, wenn sie denn in dem Moment stimmig ist und auch angenommen werden kann, was sie so bewirken kann. An der Stelle möchte ich aber auch nochmal sagen, da braucht es wirklich auch eine sehr große Achtsamkeit, um in der Psychotherapie damit zu arbeiten. Also das gerade weil viele Menschen auch in Psychotherapie-Kombos um Grenzverletzungen geht. Und wenn das prägende Erfahrungen waren, dann sage ich mal, dann stimmt der Satz erstmal nicht so ganz, dann ist Berührung oft eher eine hochwirksame Methode, um massive Ängste und Übererregung und Panik auszulösen. Und das sollte man wissen als Körperpsychotherapeut und da auch fein mit umgehen können. Da braucht es ein gutes Gespür für Grenzen. Trotzdem bleibt es ja so, dass Berührung dieses
doch zentrale Grundbedürfnis ist, aber dann müssen wir eben da sehr achtsam mitarbeiten und dann ist es manchmal auch, bevor man irgendwas mit Berührung macht, erstmal wichtig, vielleicht mit Thema Grenzen zu arbeiten, dass die erstmal wieder spürbar werden. Ich habe Grenzen, dass ich die auch verteidigen kann, wenn ich das will, dass das nicht passiert, dass mir da irgendwer einfach über meine Grenzen gehen kann. Und dann würde man erstmal anders arbeiten. Also das ist mir noch wichtig, weil es ist also zweischneidig sozusagen, wie das so mit der Berührungsarbeit ist und inwieweit die auch möglich ist. Und an der Stelle noch, also wie so Arbeit mit Berührung aussehen kann, ich möchte es nochmal so ein bisschen konkreter machen. Also einmal diese Massagearbeit, die ich schon sagte, an der Stelle dazu vielleicht noch diese Massagen, da geht es oft um Nachnährung auch, das ist so ein Begriff, Nachbeälterung sagen wir auch manchmal, gerade wenn es zu wenig gab in der Lebensgeschichte, in der Kindheit, an Kontakt, an Berührung, an körperlicher Zuwendung auch, dann kann es manchmal sehr heilsam sein, dass man da als Erwachsener auch nochmal so eine sogenannte Nachnährung erfährt, dass man nochmal gehalten wird, sich ja, liebevoll, wohlwollend so in so einer Massagearbeit versorgt fühlen kann. Ja, das wäre so nachnährende Körperarbeit. Manchmal geht es bei der Massagearbeit auch darum, wirklich mit diesen Strukturen und Körperhaltung zu arbeiten und wo da auch so Panzerungen sind, manchmal vielleicht auch eben auf, über so eine Arbeit was zu lösen und wieder was freier zu machen, was ins Fließen zu bringen. Manchmal geht es darum, überhaupt sich selber mal wieder anders zu spüren. Das ist manchmal auch eine gute Möglichkeit für dieses Gewahrwerden. Ne? Ich komme überhaupt mal mit meinem Körper wieder in Kontakt. Das ist oft der Punkt, ich spüre mich über die Berührung mal anders wieder und komme irgendwie mehr bei mir an dadurch. Ja, also das wären so Möglichkeiten, wie so diese Massagearbeit eingesetzt wird. Manchmal auch noch ein kleiner Exkurs sozusagen, Körperbereiche sind oft auch mit bestimmten psychischen Themen oder Seelenthemen verbunden. Also die Beine zum Beispiel haben viel mit unserer Autonomie und Unabhängigkeit zu tun, macht irgendwie Sinn, ne? Über die sind wir auch eigenständig oder überhaupt das Wort eigenständig, Stand sagt schon alles dazu. Das sind ganz andere Themen als zum Beispiel Brustraum, wie geht es um Kontakt und Liebe, Mitgefühl. Und dann kann man auch gezielt mit so Massage arbeiten, eben auch mal ja, mit diesen Themen ein bisschen mehr in Kontakt gehen. Also manchmal hat es auch was damit zu tun, ganz gezielt diese Körperbereiche und damit diese Lebens- oder Seelenthemen auch anzusprechen. Und wenn man jetzt nicht mit Massage arbeitet, darum ging es mir im Wesentlichen jetzt gerade noch, kann man mehr so prozessorientiert arbeiten. Also prozessorientiert heißt so, ne, dass man an einem Thema einfach mal dran ist und sich damit beschäftigt, den Körper mit einbezieht. Und da kannst du unterschiedliche, so Sequenzen geben in so einem Prozess, wo Verschiedenes vielleicht dran ist, wo wir Berührung mit einsetzen. Manchmal geht es darum, einfach einen Halt gerade zu geben. Wenn durch irgendwie ne, eine Arbeit, in der man gerade ist, kann es vielleicht passieren, das zieht mir gerade ein bisschen den Boden weg, fühle mich gerade ganz schön haltlos. Dann kann ich als Körperpsychotherapeut einfach manchmal eine Hand auf den Rücken legen, erstmal wieder ein bisschen Halt geben. Ich sage jetzt nur mal so Beispiele, dass es ein bisschen greifbarer wird. Beruhigen und besänftigen. Ne? Ich kann ein bisschen wiegen, mal über den Rücken streicheln, solche Dinge wirklich einsetzen. Provozieren, Widerstand geben, das wäre eher so Aggressionsarbeit, die ich vorhin schon so angesprochen habe, dass ich mich sozusagen zur Verfügung stelle als mit meinem Körper, wo mal jemand zum Beispiel mal gegen meine Hände drückt, ne, und hier mal Kraft reingeben kann und ich gebe hier einen Widerstand dagegen. Das macht meinem Gegenüber wieder möglich, mit der eigenen Kraft mehr in Verbindung zu kommen, wäre da zum Beispiel. Arbeit mit Berührungsambivalenzen, etwas haben wollen, sich was zu sich herziehen, was zu sich ranziehen oder eher wegstoßen, will ich nicht, ne? So mit solchen Themen über Berührung zu arbeiten. Manchmal geht es wirklich darum,
Stichwort diese emotionalen Zyklen, eine Emotion in Ausdruck zu bringen, dass man manchmal wirklich direkt am Körper ein bisschen mithilft, dass was in Ausdruck kommen kann, dass man hier mal ein bisschen ausstreicht, weil hier sitzt es irgendwie und man kann das irgendwie noch nicht sagen, aber ne, so, es kann wirklich ein ganz konkretes am Körper arbeiten. Und was auch ein Beispiel wäre, dass man mal damit arbeitet, den Klienten herausfinden lässt, was fühlt sich für mich gut an, was fühlt sich richtig an, was brauche ich gerade. Das bringt einen sehr in Kontakt mit eigenen Bedürfnissen. Ne? Kann man mal so gehen, was brauche ich eigentlich? Wonach ist mir gerade? Und da über den Körper zu gehen, ist eben auch eine Möglichkeit, mit eigenen Bedürfnissen zu arbeiten. Und da fließt dann überall Berührung mit ein. Ja, und vielleicht noch abschließend so ein Zitat von einem auch recht altgedienten Körperpsychotherapeuten, was ich finde, was das nochmal so ein bisschen verdeutlicht, was ich irgendwie so sagen will. Ich lese es mal vor, Sie können es ja auch mitlesen. Das Wahrnehmen und Annehmen der im Körper eingefleischten Geschichte und der im Keim schlummernden Möglichkeiten vermittelt, im Gegensatz zum rein hirnigen Memorieren, ein wirkliches Erinnern. Was innen ist, kommt nach außen, findet Ausdruck. Dadurch wächst eine Ich-Stärke, die sich auf das Selbstgefühl, das heißt das sinnlich wahrnehmbare Gefühl für uns selbst stützt. Das ist auch so meine Erfahrung, was Körperpsychotherapie oft so macht. Also wirklich bei sich anzukommen. Ja, ich hatte noch so eine kleine Übung im Kopf, aber es ist jetzt vielleicht doch schon recht spät. Ich glaube, ich lasse es mal an der Stelle. Danke fürs Zuhören.